Hallo und herzlich willkommen zu Newstime 11, das letzte Newstime-Video in diesem Jahr und eines der letzten Videos auf ZEK Plus und auch auf YouTube. Ja, auf YouTube, auf dem Carsten ZEK-Kanal veröffentliche ich diese Videos hier ja auch. Ich finde es zwar schöner auf ZEK Plus, auf unserer eigenen Plattform, ja, aber die Kommentarfunktion auf YouTube schätze ich auch. Frage, ja, die beantworten wir gleich am Anfang, warum haben wir eigentlich keine Kommentarfunktion auf ZEK Plus? Ganz einfach, das Ganze müsste man moderieren. Wir brauchen auch eine Anmeldefunktion dann und es ist einfach zu viel Aufwand. Die Zeit stecken wir lieber in Produktentwicklung und Support, helfen unseren Kunden zum Beispiel lieber in dieser Zeit weiter. Und deshalb gibt es sowas auf ZEK Plus nicht. Ja? Gibt es hier auf Netflix zum Beispiel auch nicht. Ja? Die kommentieren wollen, ja, bitte auf YouTube gehen oder uns eine Mail schreiben. Ja? Ist noch einfacher. So, jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Themen. Die findet ihr unten, ja, in der Kapitelanzeige auf ZEK Plus oder in der Videobeschreibung bei YouTube. Und ich würde sagen, wir steigen gleich direkt ein mit dem ersten Thema, auf das viele von euch schon sehr lange gewartet haben. Ich will vorab sagen, es ist nur jetzt mal ein ganz kurzes Video, wo wir das Ganze anschneiden, aber ihr habt dann auf jeden Fall schon mal 95% aller Infos, die ihr braucht. Ja, es geht um das Tasker-Kajak. Unser Tasker-Kajak, da ist es in der vollen Pracht. Es ist das vorfinale Muster, ich sage bewusst vorfinal, weil ich habe das Teil schon zu, ich sag mal, 98% abgenommen, habe aber noch so ein paar kleinere Änderungen gesehen. Das muss ich jetzt in der finalen Testphase beweisen alles. 2,5 Wochen bin ich damit unterwegs jetzt in der kommenden Zeit und dann gucken wir, was wirklich noch geändert werden muss. Es sind, wenn, dann nur kleinere Dinge und dann geht das Ganze in Produktion. Und jetzt kommen die zwei allerwichtigsten Fragen, die uns erreichen. Ab Juni 2024 wird das Teil aller Voraussicht nach dann endlich bei uns in den Online-Shop kommen. Ich sage bewusst Online-Shop, weil für, das ist die zweite wichtige Frage, die uns ständig erreicht, für 1.199 €, also unter 1.200 € geht das Teil in den Handel. Und bei diesem Preis, ja, das ist wirklich ein Kampfpreis, ich wollte eigentlich ja noch günstiger werden, aber wegen der Entwicklung der Lenkung haben wir komplett selbst übernommen, die Werkzeugkosten, mussten wir das Ganze umlegen und wir sind einfach nicht unter den Preis gekommen. Haben aber so wirklich geguckt, dass alles perfekt ist. So gut, wie wir es zumindest machen können. Perfekt ist gar nichts auf der Welt, das ist ganz klar. Aber wir haben es nach dem besten Wissen und Gewissen gemacht. Der liebe Chris Anders hat mich da auch wirklich sehr stark drin unterstützt. Besonders hier, was die Lenkung anbelangt, zeige ich euch gleich noch was. Und bei dem Preis von 1.199 €, da kriegen wir das Teil einfach nicht in den Fachhandel, also nicht zu unseren Partnern. Deshalb werden wir das aller Voraussicht nach exklusiv in unserem Onlineshop vertreiben. Falls ihr gut mit eurem Lieblings-ZEK-Fachhändler könnt, ja, vielleicht bestellt ihr euch auch eins, aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten das Ganze nicht für interessant halten. Insofern müsst ihr dann einfach bei uns im Onlineshop vorbeischauen. Viele haben mich auf der Messe Berlin, da war es ja, so würde ich sagen, das Produkt, was am meisten für Aufsehen erregt hat, ja, zumindest bei uns auf dem Stand. Viele haben mich gefragt, würde es auch eine Vorverkaufsphase geben, weil manche da so sehnsüchtig drauf warten, auf jeden Fall eins ergattern wollen. Ich gucke mir es mal an, ja. Vielleicht werden wir es auch im Vorfeld zum Verkauf dann online stellen, bevor es uns erreicht. Da sind die Chancen halt doch noch ein bisschen größer, dass mal eins aus der ersten Serie ergattert. Weil ganz klar, ich kann den Markt noch überhaupt nicht einschätzen und die Wahrscheinlichkeit, dass die ersten relativ schnell weg sein werden, ja, die ist nun mal groß. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir auf so ein paar Einzelheiten ein, dass er wenigstens noch ein paar mehr Infos bekommt, ja, bis auf die Verfügbarkeit Juni 2024 und Preis 1.199 €. Ich würde sagen, wir starten mit dem Stuhl und der Lenkung. Stuhlbefestigung, großer Sicherheitsaspekt. Wir haben das Ganze so gemacht, dass wir den Stuhl nicht hier in dem Mittelteil befestigen. Ich denke, was für ein Kajakmaterial das ist, sollte mittlerweile jedem klar sein. Ja, für die, die das zum ersten Mal sehen, auf jeden Fall noch ein Hinweis, es ist ein aufblasbares Kajak. Wir haben hier einen Druck von 1 Bar, das heißt, wir haben hier quasi einen Hochdruckluftboden, der aber noch mit so einer speziellen Beschichtung hier versehen ist, sodass es einfach ein bisschen rutschfester ist. Viele kennen das ja auch schon von unseren Hochdruckluftböden im Tasker-Schlauchbootbereich. Da haben wir dann auch so eine EVA-Schicht. Die Schicht hier ist noch ein bisschen robuster und ich finde auch so ein bisschen schicker noch. Wir haben das Ganze bewusst auch in Grau gehalten, wird im Sommer nicht ganz so heiß. Die meisten aufblasbaren Kajaks haben eine Stuhlbefestigung hier im Mittelteil. Ich wollte bewusst die Fixierung des Stuhls an der Seite. Wir haben hier nämlich die Schienen auf die Seite gesetzt. Die Schienen haben zum einen die Funktion, dass wir hier ganz flexibel sind mit dem Stuhl. Das heißt, ganz kurze Menschen können relativ nah hier zum Antrieb kommen. Und ganz lange Menschen, die können, ich kann das vielleicht auch mal demonstrieren, wir haben ja hier die Fixierung mit den Schrauben. Muss man nur so ein bisschen lockern. Das geht natürlich von der anderen Seite ein bisschen besser. Wir haben hier diese Kugellagerwirbel extra verwendet.
So, jetzt kann man den Stuhl wunderbar nach hinten schieben und dann wieder das Ganze fixieren. Damit die Schnüre hier nicht so rumhängen, werden wir noch dafür sorgen, dass wir hier so einen Klettverschluss dran machen, dass man das einfach ein bisschen besser bändigen kann. Muss man beim Angeln ja darauf achten, dass die Schnur irgendwie so da rumbampelt. So, und so können auch, das habe ich natürlich nicht gleich gemacht, aber ihr wisst ja bestimmt, wie ich es meine. Wollen wir es auch gleich machen, ja? So können auch 2,78 Meter lange Menschen das Kajak verwenden. Mir war es ganz besonders wichtig, dass wir hier eine lange Schiene hat, weil hier kann man natürlich auch Zubehör verwenden, ja? Ich sag mal, im Regelfall, falls ihr so mittelgroß seid, irgendwie zwischen 1,70 und 1,90, werdet ihr das Kajak bzw. den Stuhl hier in diesem Bereich ungefähr fixieren und ihr habt dann noch zusätzliche Schienen frei, hier, ja, oder auch hier vorne, um Zubehör zu montieren. Das sind ganz normale Kajakschienen, da gibt es Rutenhalter, es gibt Paddelhalter, ein Paddel wird übrigens im Lieferumfang dabei sein, es gibt Becherhalter, es gibt so kleine Tischchen, wo ihr Kunstköder dran machen könnt, ihr könnt euer Echolot da montieren, ihr könnt euren Geber montieren, gerne auch LiveScope-Geber, das könnt ihr alles hier fest drauf verbauen. Und falls das nicht reicht, ja, haben wir hier noch diese Zusatzschienen, diese kleineren. Wir haben bewusst hier eine kleine Lücke gelassen. Warum? Das erzähle ich euch gleich. Und auf diese kleineren Schienen könnt ihr ebenfalls noch Zubehör drauf montieren. Das ganze Zubehör, ja, gibt es überall im Handel oder aber auch, wenn unser Kajak dann später bei uns im Onlineshop ist, bei uns im Onlineshop. Da gibt es diverse Marken, die sich weltweit bewährt haben. Da fangen wir jetzt nicht an und machen nicht eigene Formen und eigene Routenständer bzw. Routenhalter und Zubehör, sondern wir gucken, dass wir das alles einfach in unseren Shop aufnehmen, das, was auch weltweit vertrieben wird und was sich bewährt hat. Ja, ihr werdet auch eine Fahne bekommen und eine Beleuchtung, also auch Sicherheitszubehör wird es da geben. So. Das zu diesen Schienen, ja, die Schienen hier könnt ihr ganz normal mit diesen Schrauben hier entfernen, alles von Hand. Die Schienen hier, ja, die sind mit Imbusschrauben fixiert, die sind optional, viele von euch werden die nicht gebrauchen. Wenn ihr sie aber braucht, haben wir extra hier ein bisschen Abstand gelassen und die Schienen nicht länger gemacht als diese Basis, weil so könnt ihr auch im Windeseile das Teil zusammenklappen. Ja. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel diese Basis hier vom Tretantrieb montiert lassen, ebenso wie die äußeren Schienen. Diese müssen jedoch abmontiert werden, wenn ihr das Kajak zusammenrollt. Ihr bekommt dann ein wirklich kleines Packmaß. Das Kajak ist ja auch super leicht. Wenn ihr die Basis hier, ja, von dem Tretantrieb komplett abmontiert und auch noch die kleinen Schienen abmontiert, dann bekommt ihr das Kajak noch kleiner. Also da könnt ihr das wirklich, sag ich mal, das Kajak selbst vielleicht sogar in einen normalen Koffer bekommen und könnt damit verreisen. Natürlich ist dann Stuhl und Antrieb noch separat, aber auch hier, der Antrieb ist gar nicht allzu groß, ja, und auch gar nicht allzu schwer. Also auf jeden Fall ein sehr robuster Antrieb, der sich bewährt hat, nicht nur bei uns auf dem Kajak, das Teil gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Und hier Schnellverschluss. Ihr werdet diese Verschlüsse auch extra bekommen. Wir werden alles im Zubehör auch mitliefern, ja, auch noch ein paar Käppchen und ein paar Schräubchen. Falls ihr mal was verlieren solltet, habt ihr hier auf jeden Fall Ersatzmaterial. Spikes hier, dass ihr auch einen schönen Halt habt. Und hier haben wir noch Schrauben, wo ihr auch zum Beispiel euren Echolot-Bildschirm mit so einem Zusatzadapter auch mittig montieren könnt, falls euch das wichtig ist, dass ihr mittig aufs Echolot schaut. So, ganz schön lange Moderation, ja. Jetzt kommen wir nochmal zum Stuhl. Das Besondere an unserem Kajak ist, dass der Stuhl an der Seite fixiert ist. Dadurch, wenn ihr mal ein Problem habt, wenn zum Beispiel die Kammer außen kaputt geht, also ihr habt ja hier den hohen Luftboden, ja, mit einem Bar Druck, ja, und an den Seiten 0,5 Bar Druck. Eine Doppelhubpumpe für Hochdruckluftböden ist auf jeden Fall im Lieferumfang enthalten. Und falls ihr hier zum Beispiel mal ein Problem habt mit Druckverlust, ist es kein Problem, weil der Stuhl ja quasi hier in dem Mittelteil auch quasi in der Mitte fixiert ist. Der liegt dann hier auf. Das heißt, wenn die äußeren Schläuche Luft verlieren, kein Problem, ihr habt noch die Mitte. Wenn die Mitte Luft verliert, kein Problem, der Stuhl ist noch an den äußeren Seiten fixiert und habt da quasi nur so eine Katamaran-Funktion. Das heißt, ihr habt hier auf jeden Fall mehr Sicherheit als an allen anderen aufblasbaren Kajaks, die ich so kenne. Teures Echolot-Material oder Angelzubehör ist insofern sicher und vor allen Dingen ist euer Leben auch ein Tick sicherer als bei manchen anderen Varianten, die ich im Vorfeld mir so betrachtet habe, ja, überwiegend aus dem Ausland. So, Stuhl ist höher als bei normalen Kajaks, weil normale feste Kunststoffkajaks, die sind sauwackelig, ja. Und das war auch der Hauptgrund, warum ich so ein aufblasbares wollte. Neben dem einfachen Transport, der Leichtigkeit, dem wenigen Gewicht, ist halt einfach auch ein sehr begrenzender Faktor beim Kajakangeln, dass diese Kajaks, zumindest diese normalbreiten Kajaks, irgendwie bis einen Meter Breite,
sehr, sehr wackelig sind. Die Stühle sind da immer relativ niedrig. Ja, ihr tretet da fast schon so ein bisschen hoch, ja, wie so ein Liegefahrrad hockt er da manchmal drauf. Ich persönlich habe da so ein bisschen Probleme am Steißbein bekommen, so bei den ersten Gehversuchen Kajakangeln. Ich hatte da gar nicht so viel Spaß. Und hier habt ihr einfach den Vorteil durch den extremen Auftrieb, ja, ihr sitzt ja quasi auf der Wasseroberfläche und habt hier wirklich so, ja, ihr fühlt euch fast wie auf dem Schlauchboot, ja. Ihr seid auch mega kippstabil, also auch Großfische, wenn ihr die trillt, da passiert gar nichts. Ja. Ihr könnt hier im Stehen problemlos Wasser lassen, sogar bei Wind- und Wellengang. Ich habe da schon in, die Filme kommen auch alle noch in Zukunft, ich habe schon auf Schifffahrtsgewässern geangelt, neben der Fahrrinne von großen Pötten, gleichzeitig 40 km/h Wind und quasi ich habe da im Stehen Wasser gelassen. Ja. Also ihr seid da deutlich stabiler drauf wie auf einem normalen Kajak. Und dadurch könnt ihr auch, ja, wenn ihr stehen könnt, könnt ihr natürlich auch höher sitzen. Dadurch könnt ihr die Sitzposition erhöhen. Ist deutlich bequemer wie bei einem normalen Kajak. Und auch das Treten ist deutlich bequemer, weil ihr quasi nicht so nach oben tretet, ja, wie bei so einem Liegefahrrad, sondern eher so ein bisschen nach unten, ja, parallel oder nach unten. Und das ist viel, viel bequemer. Ihr seid halt mit den Füßen aus dem Wasser draußen. Im Vergleich zum Bellyboot ist das auch ein Riesenvorteil, gerade im kalten Wasser. Ja. Also im Winter, liebe Bellyboot-Angler, ihr kennt es vielleicht, ja, muss man öfter mal Wasser lassen, weil man einfach ja, mit den Beinen im kalten Wasser ist. Und auch wenn man nicht viel getrunken hat, nervt das irgendwann. So, ich muss den Stuhl immer noch mal ein bisschen nach vorne bringen. Wo waren wir? Bequemer Stuhl. Ihr habt hier zwei Rutenhalter auch integriert. Und hier könnt ihr zum Beispiel eine Köderbox montieren oder auch eure Finne, ja, beim Transport. Der Stuhl ist zusammenklappbar. Ja, Beine könnt ihr natürlich auch zusammenklappen. Die Breite, klar, die ist vorhanden. Aber ansonsten habt ihr ein recht kleines Transportmaß. So, die Lenkung, ja, Steuerung hier fixiert. Könnt ihr aber genauso gut auf der anderen Seite des Stuhls befestigen, falls ihr mit der anderen Hand linken wollt. Klappt wunderbar. Ja, da wird gelacht. Ja, das können wir auch hier mal ganz kurz die Finne zeigen. Es wird alles noch ein Tick, sag ich mal, sauberer verarbeitet. Auch hier mal so ein Pin, das eingesteckt ist. Das geht alles wirklich rucki zucki. Das ist noch ein Muster. Ja, 100% Passung wird in der Serie erreicht. Und das Schöne ist, im Flachwasser macht ihr einmal den. Und dann könnt ihr schön die Finne auch abklappen. Ansonsten haben wir noch an so ein paar Gimmicks gedacht, wie diese Schlaufen. Da ist dann später auch quasi so ein Gummizug drüber gelegt, haben wir jetzt bei dem Muster nicht extra gemacht. Ihr könnt diese Schlaufen aber auch verwenden, um hier eure Taschen einzuklipsen. Unseren Bellyboot und Kajakbag zum Beispiel. Oder aber auch Taschen, die wir entwickeln. Ja, wir werden darauf achten, dass zum Beispiel beim nächsten Tackle-Container da auch quasi so D-Ringe vorhanden sind, die ihr dazu nutzen könnt mit so einem Strap, um das Ganze hier am Kajak zu fixieren. Ihr habt unendlich viel Stauraum hinterm Sitz, ja, ganz wichtig, zum Beispiel auch für die Batterie, für Boxen. Unterm Stuhl ist ein weiterer Vorteil, weil der Stuhl so hoch ist, könnt ihr sehr, sehr viel drauf transportieren. Und natürlich auch vorm Stuhl, ja. Zum Beispiel hier vorne in dem Bereich oder hier, da wird auch so ein Strap sein. Ihr habt hier noch euer Seil, ja, wird auch im Lieferumfang enthalten sein. Die drei Kammern vorne und an den beiden Seiten, die dann für Sicherheit sorgen. Und ich würde sagen, für den Moment reicht es. Ja? 1,10 Meter Breite, ihr seid super kippstabil, ihr könnt über das Teil problemlos laufen. Das ist auch ein Riesenvorteil, den ich noch erwähnen möchte. Also so ein normales Kajak, da müsst ihr ja quasi im Wasser einsteigen und extrem drauf aufpassen, dass er nicht die Krokodilsrolle macht. Eskimo-Rolle, so heißt das, habe ich mal gelernt. Hier könnt ihr auch irgendwo neben dem Steg oder so das Teil ganz normal platzieren und dann wirklich einen Schritt machen, draufgehen, rumlaufen. Ihr könnt da auch einen Purzelbaum drauf machen oder einen Rückwärtssalto, falls ihr das könnt. Das Teil ist wirklich super stabil. Und ich würde sagen, an dieser Stelle gab es schon mehr ausführliche Informationen, als ich das eigentlich wollte. Weil ein ganz ausführliches Video mit Angelzähnen wird nämlich auch noch folgen, dann ab Februar. Ich hoffe, ihr seid jetzt schon mal ein bisschen befriedigter, was die Infos zu unserem Tasker-Kajak anbelangt. Und wir wechseln zum nächsten Thema. Freut euch schon mal auf das Teil. Neues von Momoi im geflochtenen Sektor. Viele von euch feiern ja die Momoi-Schnüre, Ryujin oder Luosol. Und wir haben uns entschieden, unser Sortiment ein Stück weit zu erweitern. Da vorne sind die beiden Neuerungen. Fangen wir einfach mal mit der
Takumi PE an. Die Takumi ist eine vierfach geflochtene Schnur in relativ dünnen Durchmessern. Wir haben uns dazu entschieden, ab PE 0,4 ins Sortiment aufzunehmen. Das ist die dünnste, die es gibt. 3,2 Kilogramm Tragkraft, ja, zum BFS-Angeln, weil eine vierfach geflochtene, jetzt kommt's, ist genau die richtige Schnur für alle Baitcaster-Freunde. Baitcaster-Angler machen nämlich mit achtfach geflochtenen eher schlechte Erfahrungen. Da gibt es öfter Backlashes. Ab einem gewissen Durchmesser, ich sag mal so ab PE2 geht's dann. Also zum Hechtangeln kann man ruhig auch eine achtfach geflochtene, wie zum Beispiel die Lursol, verwenden. Aber wenn es dünner wird, beim Barschangeln, manche verwenden ja auch ganz gerne eine Baitcaster zum Zanderangeln, da braucht man eine vierfach geflochtene. Die gibt es ab sofort vom Momoi. Ist also ein bisschen weniger, sag ich mal, anfällig gegen Backlashes, beziehungsweise ihr bekommt da eigentlich fast gar keine Backlashes mehr. Johannes Dietl und Jochen Diekmann, das waren die beiden, die diese Schnur lieben. Die haben nämlich die Testphase, ja, mit ganz, ganz viel Freude, sag ich mal, angenommen und haben sehnlich drauf gewartet, bis es das Teil hier im Sortiment gibt. In Orange fangen wir an, ja. PE 1,75 ist die stärkste Variante, weil, wie gesagt, alles ab PE 2 könnt ihr auch eine achtfach geflochtene für eure Baitcaster verwenden. Aber zum Barsch- und Zanderangeln haben wir endlich eine geile Schnur vom Momoi in unserem Sortiment. Sau abriebfest und, wie gesagt, keine Verhedderung mehr bei der Baitcaster. Weiterhin hat sich der liebe Uli Bayer und auch Johannes Dietl in der Vergangenheit schon eine Lime-grüne Schnur gewünscht, Lime Green. Und wir haben jetzt unsere, ja, sag ich mal, Lieblingsgeflochtene, Lieblingsachtfachgeflochtene oder die Lieblingsachtfachgeflochtene von euch, vielmehr gesagt, die Lursol, die es ja bis PE 3,0 gibt, ja, ab sofort auch in Lime Green im Sortiment. Ist absolute Geschmackssache, ja, die meisten feiern Orange, aber es gibt halt auch viele Angler, die Lime Green, Limonengrün oder Lime Green feiern. Und deshalb gibt es die Lursol jetzt auch in der auffälligen Farbe Lime Green, die aber viele, sag ich mal, im Wasser ein bisschen bevorzugen. Der liebe Uli Bayer hat dazu auch ein Video gemacht, das gibt es im Februar, und alle, die jetzt Bock auf so eine Schnurfarbe haben, können auch zugreifen, wenn es um eine Momoi geflochtene gibt. Ab sofort im Onlineshop, in Kürze auch im Fachhandel. Wenn ihr eine Lursol in Lime Green wollt, da ist die Sendung gesplittet worden, direkt nach dem ersten Tag. Wir haben letzten Freitag ja die Produkte hier gelauncht, direkt nach dem ersten Tag waren schon einige Varianten ausverkauft. Aber keine Sorge, morgen oder übermorgen kommt die nächste Lieferung und da ist genug von dem Zeug lieferbar. Viel Spaß damit. Ihr habt es wahrscheinlich im Intro schon gesehen, trotzdem möchte ich noch einmal in einem Newstime-Video darauf hinweisen. Unsere Christmas-Box, beziehungsweise die Weihnachts-Ü-Box-Spezial, jetzt wo alle Adventskalender ausverkauft sind, vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle, im Februar gibt es dann auch genaue Spendeninfos, ist es hier vielleicht ein geiles Weihnachtsgeschenk, und wenn ihr es heute oder morgen noch bestellt und ganz viel Glück habt, ihr kennt das ja, vor Weihnachten ist immer ein bisschen Versandchaos, nicht nur bei uns ist viel zu tun, wir bemühen uns zwar tagesaktuell die Aufträge kurz vor Weihnachten rauszukriegen, funktioniert nicht immer, sondern auch bei den Versanddienstleistern ist viel zu tun, aber zur Not kann man sich so ein geiles Geschenk hier auch noch nach Weihnachten machen. Wir haben noch ein paar da. Da sind eigentlich nur Köder, die in diesem Jahr neu im Handel oder bei uns im Onlineshop erschienen sind, drin vorhanden. Ja, Barsch, Alarm, Zander, neue Hardbaits, also viel will ich aber nicht verraten. Zu den Gummiködern übrigens auch Jigs, ja, das sei verraten. Aber was genau drin ist, auch wenn es schon ein paar Online-Unboxing-Videos gibt auf YouTube oder so, ja, wir verraten noch nichts. Wir möchten euch das Fest und die Überraschung nicht versauen. Vielleicht bekommt ihr so einen Teil ja auch von eurer besseren Hälfte geschenkt. Wie gesagt, ansonsten beschert euch gerne selbst 69,95 und einen Warenwert von über 140 Euro. Also das ist nochmal, bevor wir die nächste Ü-Box zu Ostern machen, so eine richtig geile Möglichkeit, noch ein Schnäppchen zu machen. Also Infos in der Videobeschreibung, wie auch von allen Produkten, die wir hier vorstellen, außer vom Tasker Kajak, da gibt es noch nichts im Onlineshop, das kommt noch, aber alle anderen Produkte, die wir hier in so einem Newstime-Video vorstellen, zum Beispiel heute, da findet ihr die Infos immer in der Videobeschreibung. Viel Spaß mit diesem geilen Teil, falls ihr das Ding verschenkt oder euch selbst beschenkt. Eine kleine Sortimentserweiterung will man mit euch auch kommunizieren, und zwar gibt es jetzt unser Single Rod Bag wieder in einer langen Variante. Wir nennen das Ganze Single Rod Bag X-Long, ja, für Routen mit einer Transportlänge bis knapp 2 Meter. 1,97 ist die ideale Transportlänge einer Route, die in dieses Futteral reinpasst. Wir hatten das Stone-Futteral ja nicht mehr im Sortiment, und jetzt haben wir noch ein Futteral, sowohl für lange Aktivrouten als auch für Stellrouten mit einer langen Transportlänge, also die Evocat Spin 2,60 Meter und die Stone. Beide Routen haben eine Transportlänge von 1,97 Meter und die passen wunderbar in dieses Futteral rein. Ihr kennt es ja aus dem Welsbereich, ihr könnt auch wunderbar an die anderen dran klipsen. Es gibt auch noch einen
Shoulder Strap. Ja, YKK Reißverschlüsse, viel mehr muss man gar nicht sagen. Das Produkt ist bewährt und gibt es jetzt auch wieder in der langen Variante. War länger ja nicht mehr da, liebe Welsangler. Ich wurde auf der Messe in Berlin oft danach gefragt und hier ist es. Viel Spaß damit. Liebe Kunden, ich muss was klarstellen. Ich spreche bewusst Kunden an, die insbesondere zugeschlagen haben, als unsere neue Hardbaits in den Shop gekommen sind und auch bei dem einen oder anderen Fachhändler gelandet sind. Erstmal vielen lieben Dank für das Lob. Ist ja wirklich eine sehr geile Hardbait-Range geworden. Nicht nur wir finden die geil, sondern wir haben auch echt richtig viel Lob bekommen und auch schon erste Fangfotos finden wir alle total geil, dass die Mühe, die wir uns hier geben, auch bei euch so Anklang findet. Aber ihr kennt uns, wir sind ehrlich, wir sind authentisch. Wenn es Probleme gibt, dann sprechen wir das auch an. Und wir hatten Probleme mit der Farbe Motoröl. Das hier sind neue Muster, die ich habe. Gehen wir gleich drauf ein. Ich habe ja schon angedeutet, als wir die Hardbaits vorgestellt haben, dass das Motoröl, was wir im Sortiment haben bei den Hardbaits, nicht so UV-aktiv ist wie das Motoröl der Gummiköder. Und zwar ist unser Lieferant da, ja, ich sag mal, ein bisschen einen falschen Weg gegangen, was UV-Aktivität anbelangt. Wir haben es trotzdem abgesegnet, es war okay, zumindest bei den finalen Mustern. Jetzt ist aber Folgendes passiert, die Serie hat uns erreicht, ja, wir haben kurz gecheckt, passt alles, Stichpunkte, Stichproben gemacht, dann haben wir alles in Verkauf gegeben, ja, und dann habe ich ein Feedback bekommen von, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube, unser Außendienst, hey Carsten, hast du mal die UV-Aktivität angeguckt? Du hast ja gesagt, das ist nicht ganz so UV-aktiv, aber das hier ist ein bisschen zu wenig. Und da habe ich mir mehrere angeguckt und ich war echt nicht zufrieden, weil die UV-Aktivität war nicht nur etwas schwächer als gedacht, ja, so wie wir gedacht haben, das ist okay, sondern bei vielen war sie noch schwächer und bei einigen fast gar nicht vorhanden. Das heißt, es gab starke Schwankungen der UV-Aktivität. Das haben wir nach wenigen Tagen gemerkt, ich glaube nach 2-3 Tagen, haben dann auch direkt die Motorölköder offline genommen, ja, vom Online-Shop runter. Die waren dann nicht mehr lieferbar, habt ihr vielleicht gemerkt. Und wir haben auch die Händler informiert. Jetzt haben wir uns gedacht, was machen wir? Eine Rückrufaktion, ich weiß es nicht, weil einige waren schon okay und viele Endkunden legen jetzt auch nicht den größten Wert darauf, dass die richtig krass UV-aktiv sind, aber wir möchten euch hiermit informieren, falls ihr Wert drauf legt und das checkt. Also von Endkunden haben wir noch gar nichts gehört bisher, nur von Händlern oder auch Teamern. Ja. Aber falls ihr zu denjenigen gehört, ja, die direkt zugeschlagen haben, ja, es ist gab nicht viele, die welche bekommen haben, weil es wirklich nur eine kurze Phase war. Aber falls ihr dazu gehört und euch euer Motoröl nicht gefällt, könnt ihr das Ganze natürlich umtauschen. Meldet euch bei uns oder wenn ihr sie beim Fachhändler gekauft habt, bei dem jeweiligen Fachhändler. Ja, ihr bekommt natürlich direkt euer Geld zurück oder ihr wartet bis Ende Februar. Dann haben wir neue Köder, die richtig krass UV-aktiv sind, weil es ist zwar eine schlechte Sache, die da passiert ist, aber eine gute Sache hat es. Wir sind einen komplett anderen Weg jetzt gegangen mit der UV-Aktivität und die Teile sind jetzt richtig krass UV-aktiv, zeige ich euch gleich. Ja, das hier ist ein Murdoch-Muster ohne Augen. Hier wurde einfach nur nochmal das Ganze bestätigt, wie UV-aktiv die jetzt sind. Ja, und jetzt ist unser Motoröl genauso UV-aktiv wie bei den Gummis. Unsere Firma arbeitet mit Hochdruck dran, dauert bis Ende Februar, dann sind wir wieder lieferbar mit allen Motorölfarben, wie gesagt, und gerne tauschen wir euch dann auch zu dieser Zeit eure Köder aus, ja, oder ihr bekommt jetzt euer Geld zurück. Möchten wir einfach mit euch ganz fair und offen kommunizieren, entscheidet selbst, was er tut, ja, und wir hoffen, dass wir euch da helfen können. So, und jetzt machen wir das Licht aus und dann zeige ich euch gleich mal, wie krass UV-aktiv die neuen Teile werden, ab Ende Februar. So, Licht ist aus, man sieht, glaube ich, nicht viel. Ich habe hier einen Sexy Swimmer, einen kleinen, in der Farbe Motoröl, so ziemlich das krasseste, ja, UV-aktive Motoröl, was auf dem Markt ist. Guck mal, wie das abgeht, ja, direkt giftgrün. Und das gleiche habt ihr jetzt auch bei unseren Hardbaits, die wir ab Ende Februar bekommen, ja, die Farbe Motoröl. Die ist jetzt auch richtig krass UV-aktiv, ja, guck mal, wie das grün leuchtet, genau das wollten wir. Und wie gesagt, so schlecht die Sache jetzt war, so gut ist sie für das zukünftige Motoröl. Wir bekommen jetzt richtig krasse Hardbaits, ja. UV-aktiver geht's nicht. Ihr merkt schon, fast genauso UV-aktiv werden Gummis. Richtig krass und geil. Wie gesagt, sorry dafür, wir helfen euch aber und Ende Februar geht's richtig rund mit einem neuen Motoröl. Ja, jetzt hauen wir mal einen raus. Und zwar wird es im nächstes Jahr 2024, ich gehe von aus, es wird dann früher 2025 eher oder Winter 2024, 2025. Wir geben uns Mühe, dass es schnellstmöglich der Fall ist, aber die Sachen müssen auch ordentlich sein. So, jetzt hau ich es raus. Ja, es wird eine Deadbait Range
von Zack Fishing geben. Und zwar habe ich ja vor ein paar Jahren mich mit dem Thema Karpfen beschäftigt, habe mir ein neues Grundstück angesehen, gedacht, ob wir eine neue Halle bauen. Wir haben teilweise schon Personal eingestellt, das sich schon damit beschäftigt hat. Ich habe mich mit dem Thema Karpfen beschäftigt und der Markt war und ist einfach zu schwierig. Es wird gerade so viel Zeug günstig in den Handel gehauen, weil die Leger der Karpfenmarken alle überquellen. Es wäre wirtschaftlich wirklich, ich glaube, die schlechteste Entscheidung gewesen, die ich getroffen hätte, ja. Ich liebe das Thema Karpfen, auch wenn ich persönlich keine Zeit mehr dafür habe. Ich hoffe, dass ich sie irgendwann nochmal habe. Aber es hätte wirtschaftlich wirklich keinen Sinn gemacht. So, und jetzt haben wir uns ja extrem gefestigt im Bereich Raubfisch und Waller und finden das auch gut und wollen die Firma auch gar nicht großartig größer machen. Gleich gehe ich noch ein bisschen drauf ein, wenn ich mal so ein kleines Resümee ziehe aus diesem Jahr. Aber etwas, was definitiv im Bereich Zander und Hecht, sage ich mal, fehlt, ja, ist das Angeln mit Köderfisch, mit totem Köderfisch. Viele schreiben uns an und fragen uns, warum wir in der Richtung nichts im Sortiment haben. Und wir können da einfach immer nur sagen, ja, wir konzentrieren uns im Bereich Raubfisch, also im leichteren Raubfischbereich, Hecht, Zander, Barsch, auf Spinnköder. Aber ist ja eigentlich irgendwo auch nicht richtig, oder? Weil ganz ehrlich, Welsangeln, da macht das Ansitzangeln wirklich einen ganz, ganz großen Teil dieser Angelart, dieses Zielfisches aus. Beim Thema Raubfischangeln haben wir das in Deutschland nicht so richtig auf dem Schirm. Nicht so, wie das teilweise im Ausland auf dem Schirm ist oder wie das vielleicht auch die ältere Generation noch auf dem Schirm hat. Köderfischangeln ist nicht cool und unser Ziel ist es, Köderfischangeln wieder cool zu machen. Und wir haben alle tierisch Bock drauf, auch einen Köderfisch mal auszuwerfen. Der liebe Sebastian Hähnel macht das ja schon häufig beim Zanderangeln und der freut sich auch extrem drauf, weil natürlich werden wir Zanderprodukte machen, gemeinsam mit Sebastian Hähnel. Chris Enders und Sebastian, die sind schon länger in Absprache, ja, und keine Sorge, vielleicht machen wir eine Teleroute, aber wenn es eine Teleroute gibt, dann auf jeden Fall eine ordentliche. Aber natürlich werden wir auch schöne Steckrouten machen und Zubehör. Und natürlich gehört zu einer Deadbait Range ja auch richtig viel Hechtzeug und da haben wir uns auch zwei richtige Experten mit ins Boot geholt. Zum einen Timo Kleinekemper, der hatte früher schon bei einem anderen Brand eine neue Marke ins Leben gerufen, speziell zum Deadbaiten. Und wir freuen uns tierisch, dass wir so einen renommierten Mann jetzt bei uns auch im Boot haben. Und da natürlich ein Team immer besser funktioniert als nur ein Angler und wir uns darauf freuen, mit mehreren Leuten im Bereich Hecht zusammenzuarbeiten, arbeiten wir weiterhin ab sofort auch mit Daniel Ulbricht zusammen. Daniel ist Guide und Angelladenbesitzer und geht ebenfalls richtig viel mit toten Köderfischen raus und hat immer extreme Erfolge, macht auch diverse Wettkämpfe mit. Ich kenne kaum einen, der so gut fängt. Und ich glaube, die beiden zusammen, das ist einfach das richtige Duo um mit uns. Chris Enders wird sich in erster Linie um die Produktentwicklung am Anfang kümmern. Ich werde ihn da natürlich auch bestmöglich unterstützen. Und wir wollen dann auf jeden Fall im Bereich Zeck, ja, neben dem Thema Spinnfischen, was ja so unser Hauptthema ist, Spinnfischen auf Hecht, Zander, Barsch und dem Wallerangeln, wo wir herkommen, was immer noch ein ganz, ganz wichtiges Standbein ist, auch quasi ein drittes Standbein anbauen. Und das ist das Thema Deadbait-Angeln. Wir werden auch die Produkte und insbesondere die Verpackungen oder auch online das Ganze so ein bisschen kennzeichnen, ja, mit so einem Symbol, ähnlich wie wir es auch beim Wallerangeln haben. Aber auf jeden Fall die Produkte auch ganz, ganz eng in unser Sortiment mit einbinden. Und sobald wir fertig sind, gehen wir auf den Markt und vorab werdet ihr natürlich ganz viele Informationen erhalten. Und nicht nur Produkte, sondern auch Content. Info, ja, weil ihr müsst ja auch wissen, wie ihr das Zeug bestmöglich einsetzt. Und keine Sorge, wir gehen nicht nur nach Holland, sondern werden auch zeigen, wie es in Deutschland funktioniert. An ganz normalen Vereinsgewässern, die jeder vor der Haustür hat. Also das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Thema. Wir werden, denke ich mal, mit den Videos im Herbst 2024 beginnen und schnellstmöglich dann auch die Produkte nachschießen. Wir halten euch da auf dem Laufenden und ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock auf das Thema wie ich. Es gibt noch eine weitere Kooperation, die ich ansprechen möchte. Das aber eher im Bereich Kunstköder. Und zwar ist ab sofort der liebe Dennis Berg in unserem Team. Er ist Guide, hauptberuflich. Das heißt, ihr könnt auch zusammen mit ihm losziehen, was ich euch sehr empfehlen kann. Wir blenden hier einfach mal seinen Instagram-Namen ein. Da könnt ihr ihn anschreiben. Dennis hat auf jeden Fall Bock, mit den Leuten loszuziehen. Vom Boot aus, aber auch vom Ufer aus. Je nachdem, was ihr wollt. Hecht, Zander, Barsch, der Mann ist richtig fit. Und das erste Mal werdet ihr ihn wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit Zack Fishing in der Zander Pro, kann man das schon so sagen? Ich denke schon, ja. Also Dennis hat zusammen mit Frank Busmeier die Zander Pro gefischt. Die beiden haben sogar das Ticket gewonnen, haben quasi in dem Qualifikationsturnier sich gegen fast 30 andere Teams durchgesetzt. Und
Der liebe Chris Anders und Sebastian Hähnel, die haben auch für uns mitgefischt. Ne? Also Chris und Sebastian, das war Team Zeck. Und Dennis und Frank, die haben damals für Team Rheinlandboote gestartet und sind dementsprechend auch als Team Rheinlandboote mit in die Zander Pro. Aber beide Teams fischen natürlich Tackle von Zeck, was sehr geil ist. Ja. Und nicht nur deshalb ist es geil, sondern auch, weil Dennis wirklich auch jetzt in der aktuellen Produktentwicklungsphase schon ein ganz, ganz wichtiger Mann ist, der uns ständig mit Infos versorgt. Und dadurch, dass er in Holland lebt, also er macht in Holland Guiding, ja, lebt auch in Holland, kennt er die Gewässer wirklich wie seine Westentasche, hat schon vielen Turnierangeln auch, ich will fast sagen, zu guten Ergebnissen verholfen, indem er auch ihnen bei Spots weitergeholfen hat. Ist natürlich auch bei unseren zukünftigen Turnieren wichtig, ja. Aber jetzt nicht nur, um Spots abzugraben, sondern weil er halt auch generell ein sehr großes Wissen hat und uns auch in der Produktentwicklung dementsprechend unterstützt. Wir müssen einfach mit Leuten zusammenarbeiten, die richtig viel am Wasser sind und die wissen, wie es geht. Und das ist bei Dennis der Fall. Also lieber Dennis, ich habe es ja schon oft gesagt, auf der Messe, wo wir uns getroffen haben, wir haben richtig Bock, zusammen das Ding zu rocken, den Raubfischsektor. Und ich glaube, das wird eine ganz, ganz tolle Zeit. Liebe Leute, schreibt Chris schön auf Instagram an, heißt ihn recht herzlich willkommen. Wenn ihr Bock habt, bucht auch Guiding bei ihm. Ihr werdet in Zukunft noch viel von Dennis sehen. Der liebe Johannes Dietl ist auch demnächst bei ihm und die werden zusammen auch ein paar Videos drehen. Wahrscheinlich werden die auch was zusammen machen, was ihr nächstes Jahr feiern werdet auf YouTube. Ja? Also unabhängig von den Barschalam-Videos, die schon früher erscheinen, die werden auch wahrscheinlich in einer anderen Geschichte noch zusammen agieren. Aber allzu viel will ich an dieser Stelle nicht verraten. Ihr werdet auf jeden Fall noch sehr viel von Dennis hören. Vorletztes Thema der heutigen Newstime-Folge. Es geht um die Messe Berlin. Und was da abgegangen ist, es war nicht mehr normal. Ich muss sagen, dass die Vorbereitungsphase der Messe Berlin genau in einer Phase gestartet hat, wo wir extrem viel zu tun hatten, viele Produkte gelauncht haben. Das heißt, ich habe richtig viele, ja, sag ich mal, QVC-Clips hier gedreht, Produktvorstellungen, aber auch die Sachen in den Online-Shop eingepflegt. Parallel war unser Lager extrem beschäftigt mit dem Versenden der neuen Produkte. Immer dann, wenn wir neue Produkte bekommen, ja, geht es ja auch richtig ab im Versand, sowohl im Online-Shop, aber auch im B2B-Bereich. Die Fachhändler, die bestellen ja oftmals schon ein halbes Jahr früher. Und wir sind wirklich auf dem Zahnfleisch gekommen. So viele Überstunden, wie unsere Leute hier gemacht haben. Natürlich auch ich, aber es ist ja irgendwo, ich würde sagen, fast normaler, was unsere Männer hier abgerissen haben. Brutal. Aber soll ich euch was sagen? Und da stimmt mir auch jeder zu. Und jeder, der mit war, will nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal mit von unseren Mitarbeitern. Natürlich waren auch ein paar Teamangler da, aber auch andere Freunde, die uns geholfen haben. Wir waren teilweise ja mit über 30 Leuten in Berlin. Natürlich sind da auch enorme Kosten entstanden. Wir waren mit 4 LKWs oben vor Ort, hatten fast eine Woche lang teilweise bis zu 20 Zimmer im Hotel gebucht. Es war brutal von den Kosten, aber jetzt kommt's, es hat sich alles gelohnt. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der da war auf der Messe, der was gekauft hat, der mit uns gequatscht hat, der Fotos gemacht hat, der Unterschriften wollte, der uns Lob zugesprochen hat. Ja, also ganz ehrlich, wir bekommen schon viel Lob. Ja, und wir finden es auch immer toll, wenn geschrieben wird. Und es hat sich jetzt so ironisch angehört. Mir finde es toll. Ich finde es wirklich geil, wenn ich Lob in den Kommentaren lese. Und wir sehen es ja auch und spüren ja auch, dass unsere Firma mittlerweile richtig gut angenommen wird. Und ich sehe da schon auch eine Zukunft. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, eine große Zukunft. Ich will einfach nur das Ding mit allen Leuten, die wir haben, allen Mitarbeitern. Ich will das Ding bis zum Ende meines Lebens machen, weil ich es einfach liebe. Ja. Und ich habe gerade das Gefühl, dass es funktioniert, trotz dieser wirtschaftlich schwierigen Lage. So, jetzt kommt's aber. Wenn jemand auf der Messe zu mir kommt, ja, und sagt, Carsten, ich will dir mal eins sagen, ja, Dankeschön, dass ihr da seid. Das ist so geil, das ist so herzerwärmend und dafür liebe ich das Thema Messe einfach. Weil ganz ehrlich, so wenn man sich gegenübersteht und miteinander spricht, ist es einfach nochmal viel, viel mehr wert als nur digital. Natürlich haben wir nicht immer die Möglichkeit, viele fragen uns ja auch, kommt doch bitte auf die Messe, warum seid ihr nicht hier, nicht hier? Ja, ganz einfach, weil unser Betrieb dann ziemlich lahmlegt, wenn wir so einen riesen Stand aufbauen. Wir machen nur einmal im Jahr Messe, öfter geht's nicht. Ich will auch nicht öfter da irgendwelchen Händlern das Geschäft abgraben, die sind auch teilweise nicht so happy, wenn wir da einen eigenen Stand haben. Aber den Auftritt, den wir in Berlin hingelegt haben, das geht nur ganz eng als Team. Das geht nur, wenn unsere Mitarbeiter am Start sind, wenn wir ganz eng zusammen die Geschichte auch vorbereiten. Und es war ultra affengeil und wir freuen uns alle schon auf nächstes Jahr. Und was ich auch noch sagen will, was ich auch schön fand, wir hatten nicht nur eine gute Beziehung zu den Kunden, sondern auch zu anderen Ausstellern. Also es ist mittlerweile echt so ein bisschen wie ein Klassentreffen. Auch Mitbewerber, andere Online-Shops, andere Marken. Man kommt da zusammen, trinkt vielleicht zusammen mal ein Bier. Weil ich habe jetzt auf der Messe kein Bier getrunken, sagen wir mal eine Cola oder einen Kaffee, quatscht ein bisschen miteinander, verabredet sich vielleicht mal für die kommende Zeit. Es ist einfach toll, der Umgang miteinander, mit anderen Leuten aus der Branche.
Berlin ist einfach die Leitmesse im Bereich Raubfischangeln. Geil für alle Aussteller, geil für aber auch die Beziehung zu den Kunden. Und nächstes Jahr freuen wir uns alle schon auf Berlin. Und jetzt zeigen wir euch zum Abschluss ja, dieser kleinen Rede einfach mal so einen kleinen Trailer, was in Berlin abgegangen ist. Da habt ihr mal so ein kleines Gespür. Und vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr auch, wenn ihr es dieses Jahr nicht geschafft habt. Angelwelt Berlin 2023, gleich geht's los. Abriss! So, der liebe Henry hat sich nochmal zu mir gesetzt. Henry, jetzt musst du auch hier bleiben, ne? Der versteht eigentlich nur seine nicht. Henry, du musst da bleiben. Ne? Ich tue mal die Aue dreckig. Ich tue mal die Aue. So, aber ich will ja mit euch reden. Und zwar möchte ich mich an dieser Stelle, ja, der liebe Henry auch, ja, und auch das gesamte Zackfishing-Team, wir alle möchten uns für das geile Jahr 2023 bedanken. Das geile Jahr, sage ich jetzt einfach mal aus wirtschaftlicher Sicht unserer Firma. Weil natürlich war es ein sau schwieriges Jahr. Rezession, schwierige Konjunktur, viele Mitbewerber von uns haben auch richtig zu kämpfen und umso mehr wissen wir es zu schätzen, wie unsere Produkte angenommen werden und das ist einfach euch zu verdanken. Also vielen lieben Dank, dass ihr uns so unterstützt und einfach dafür sorgt, dass wir weitermachen können. Ja? Und ich habe es ja heute in dem Video schon mal so ein bisschen angedeutet, er will die Bobbes gekrault bekommen. Ja? Ich habe es ja schon mal so ein bisschen angedeutet, was alles für geile Themen nächstes Jahr kommen und wir geben da uns auf jeden Fall weiter Mühe und ich habe selbst richtig Bock drauf. Ja. Dieses Jahr hatte ich jetzt nicht so viel Zeit zum Angeln, wie ich eigentlich wollte. Ich hatte weniger Freizeit wie gedacht, aber es hat schon Spaß gemacht. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr Freizeit habe. Wenn ich das schaffe, werde ich auch wieder öfter die Kamera mit ans Wasser nehmen. So versuche ich einfach, wenn ich diese spärliche Freizeit habe, diese auch für meine private Angelei zu nutzen. Natürlich teste ich immer Produkte, mache aber nicht immer Videos. Aber mal gucken, nächstes Jahr wird es vielleicht nochmal mehr. Und ansonsten gibt es ja auch unsere Teamer, Mitarbeiter, Protagonisten auf ZEKKPLUS, die euch fleißig mit Content versorgen. Also ich wünsche euch ein geiles Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ja, ins neue Jahr. Nächstes Jahr gucken wir mal, dass wir euch vielleicht noch so ein bisschen mehr die Firma, vielleicht auch einzelne Mitarbeiter und Prozesse vorstellen, weil ich merke ja auch, dass das Interesse groß ist, auch so ein bisschen eng an uns dran zu sein. Und ganz ehrlich, ich persönlich muss meine Nase überhaupt nicht irgendwo in die Kamera halten. Ich habe da jetzt nicht so viel Spaß dran. Ich merke aber, dass ihr Bock drauf habt, ja, zu erfahren, wo kommt denn das Zeug her. Henry, jetzt bleibt immer da. Das müssen wir jetzt auch zusammen abschließen. Und darum fühle ich mich da schon ein bisschen verpflichtet, auch wenn ich jetzt nicht der Fotogenste bin, ja, manchmal auch ein bisschen dick. Aber deshalb fühle ich mich trotzdem schon irgendwo verpflichtet, die Kamera öfter mal anzumachen, ja. Also, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Wir sehen uns in aller Frische wieder im nächsten Jahr. Jetzt gehen wir mal kurz mal hoch. Henry hat keinen Bock mehr. Henry, auf die Haken hier aufpassen. Genau, es gibt eine kleine Videopause auf ZEKKPLUS. Ja, im gesamten Januar, da sortieren wir uns, da machen wir relativ viel Produktentwicklung. Da bin ich auch mit dem lieben Chris in Fernost bei diversen Produzenten, leiten wir so einige geile Sachen in die Wege. Und ab Februar starten wir dann wieder mit Videos. Postings gibt es natürlich auch im Januar auf Social Media. Bei uns im Onlineshop tauschen wir auch mal ein paar Kacheln aus, wenn es neue Produkte gibt. Also verfolgt uns da gerne weiter. Und an dieser Stelle nochmal, während Henry sich jetzt hinten am Teppich wenzelt, der hat auch keinen Bock mehr, es ist schon spät, wir machen jetzt gleich Feierabend. An dieser Stelle nochmal, ich glaube zum fünften Mal, vielen lieben Dank für alles. Wir alle wissen das echt zu schätzen. Es kommen jetzt noch bis Mittwoch Videos auf ZEKKPLUS. Da kommt das letzte ZEKKFISHING-Welts-Video. Bis zum 24. kommen noch die Adventskalender-Videos. Und dann geht es am 1.2. mit Videos nochmal weiter. Aber wie gesagt, auf Social Media halten wir euch ein bisschen auf dem Laufenden. Also bis die Tage, verbringt eine coole Zeit, eine schöne Zeit mit euren Liebsten. Wir sehen uns in alter Frische wieder in 2024. Ciao, euer Carsten.